Mein Name ist Wolfgang Reisinger, ich arbeite in der Wiener Städtischen Versicherung, bin Leiter der Großschadenabteilung. Das ist eine Abteilung, wo komplizierte, langwierige, teure Schadenfälle bearbeitet werden. Normalerweise haben unsere Kunden, und dazu zähle ich natürlich auch die Makler, nicht gern mit mir zu tun, weil es eben komplizierte Schadenfälle sind. Wir versuchen aber trotzdem immer wieder Lösungen zu finden. Dabei ist es nicht auch sehr hilfreich, wenn wir gute Maklerbeziehungen haben, weil mit einem Makler, der sich auskennt, redet man einfacher als mit einem durchschnittlich verständigen Versicherungsnehmer oder gar mit jemandem, der wenig Ahnung von der Materie hat. Eine von diesen guten Maklerbeziehungen ist eindeutig die Kanzlei China, mit der wir, nicht nur ich, sondern auch mein Unternehmen, jahrzehntelang tadellos und reibungslos zusammenarbeiten und wo uns auch sehr gute Geschäftsbeziehungen verbinden. Ich habe die Freude gehabt, den Heinz Schiener auch privat kennen zu dürfen. Seine Frau und meine Frau sind seit Jahrzehnten befreundet und auch zwischen uns hat sich so etwas wie eine geschäftlich-private Freundschaft entwickelt, was mir also die Ehre verschafft, auch nicht nur in seinem Schloss manchmal anwesend zu sein, sondern auch in seiner tollen Wohnung am Beethovenplatz bzw. in der Kantgasse, wo ich immer ganz begeistert bin, nicht nur über seine Gastfreundschaft und die Gastfreundschaft seiner lieben Frau, sondern auch um die Kunstwerke, die da angesammelt sind. Also normalerweise beschäftigt uns weniger das Essen und das Trinken als das Fachsimpel über die Kunstwerke. Also ganz begeistert bin ich über seine Bildersammlung von Nahen Osten und von nahöstlichen Motiven, weil ich selber den Nahen Osten gerne habe. Und wir plaudern dann zum Schrecken der anderen oft sehr lang über diese Angelegenheiten. 30 Jahre Firmenjubiläum ist eine tolle Sache. Also ich werde mit dem Heinz Schiener keine weiteren 30 Jahre mehr verbringen, weil ich in ein paar Jahre in Pension gehe und natürlich auch dann die Geschäftsbeziehung mit ihm beendet wird. Aber ich hoffe halt, dass sich die private Beziehung weiterhin aufrechterhält. Ich wünsche der Kanzlei, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch dir, lieber Heinz, zum Jubiläum alles Gute und dass es auch weiterhin so gut geht. Kann nur sagen, ad multos annos.